gebe dir meine Kashtira Banless Prediction. Denn es ist endlich offiziell. Die zweite Welle vom Kashtira Support kommt endlich zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Darunter gehören die guten Kashtira Zauber, welche searchen und aus dem Deck specialen. Und das große, gefürchtete Bossmonster, Arise Heart. Doch Obacht, jedes potenzielle Meta-Deck wurde in Master Duel präventiv gehittet. Und ich sage dir jetzt, ob es sich lohnt, in den Kashtira Support zu investieren oder ob du deine Gems noch halten solltest. Aber erstmal einen Like und Subscribe und dann geht's auch schon los. Danke. Ganz wichtig ist hier zu wissen, die erste Hälfte vom Kashtira Support haben wir ja bereits. Und da wurde nichts angefasst, außer Fenrir. Der ist ja in Master Duel auf 2. Das wird meiner Meinung nach auch safe so bleiben. Also hier wird nichts von gehittet, denn wir wissen nicht genau, wann die zweite Welle Kashtira Support kommt. Wenn wir in Master Duel einmal reinchecken in den Shop, dann sehen wir nämlich Folgendes, dass die nächsten zwei Packs, die aus dem Shop verschwinden werden, die haben hier noch 15 Tage im Shop zu verweilen. Offiziell ist es angekündigt, dass das Pack im Oktober kommt. Das heißt, es könnte in einer Woche der Fall sein, dass hier die zweite Welle am Anfang Oktober kommt mit dem Kashtira, dass sowohl die erste Hälfte mit Zorn des Chaos als auch die zweite Hälfte Kashtira Support gleichzeitig im Shop sind. Das ist die Frage, ob das Konami machen möchte oder ob Konami sagt, nee, wir warten hier noch die zwei Wochen, damit dieses Pack verschwindet, damit die Leute dann sehen, ah ja, Kashtira ist richtig krass, dann muss man hardcore reinpayen, wenn nämlich in der nächsten Welle die Kashtiras auch alle die Hälfte ultra rare wird. Also da werden wir gespannt bleiben, aber ich bin mir safe sicher, erstmal wird hiervon nichts angefasst. Wenn Konami etwas anfassen wird, wenn Konami etwas präventiv auf der Banlist hitten wird, dann sind es die neuen Karten. Und die wollen wir jetzt mal ein bisschen ranken und gucken, wo sie fallen. Entweder werden sie banned, direkt, mal schauen, direkt auf 1, direkt gesemit oder nicht angefasst. Let's go. Das war Kashtira Big Bang, war Teil der Combo. Das habe ich auch in meinem Video gezeigt. Die spielt man eh aber nur als One-Off, weil man die searchen kann in der Combo. Also Kashtira Big Bang werden die nicht anfassen. Okay, also Kashtira Big Bang, meiner Meinung nach safe. Das wird bei 3 bleiben, denn das ist irrelevant. Also du müsstest die Karte wegverbannen, damit es relevant ist, weil du die Karte innerhalb der Combo eh searchen kannst. Die Karte ist richtig gut. Dann die nächste Karte ist die hier. Kashtira Overlap. Target ein Monster on the field. Banish ein Monster, also den mit 1500 Attack, 2100 Defense. Die Stats sind specifically der Kashtira Rise Heart. Nicht Arise Heart, sondern der Rise Heart. Der hat die Stats. Man banisht einen Rise Heart von der Hand. Und if you do, kriegt das Monster 1500 Attack. Der erste Effekt schon mal shit. If this card is banished und du controlst einen Kashtira Target, dann Effekt Monster negate. Also die ist bad. Die würde man eh nicht spielen. Kashtira Overlap spielt man in den anderen Listen wahrscheinlich auch nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die High Rare wird. Also der Chat schreibt, noch nie gesehen, dass jemand spielt. Kashtira Overlap wird von keinem gespielt. Juckt auch keinen. Erste Karte, die potenziell hier jemanden jucken könnte. Und zwar der Spell Kashtira Theosis, Freunde. Kashtira Theosis. Das ist die Banger-Spell im Kashtira-Sortiment. Diese Karte Special summoned ein Kashtira mit einem anderen Attribut, was du auf dem Field kontrollierst, aus dem Deck, Freunde. Aus dem Deck Special summoned Kashtira Theosis. Dazu müssen wir jetzt vielleicht wissen, es gibt ja verschiedene Banlists in Yu-Gi-Oh! Wir gehen jetzt mal in die OCG-Banlist und da haben wir Unicorn auf 1 und Fenrir auf 0. Was potenziell passieren könnte, ist, dass wir eine Master Duel komplett eigene Banlist kriegen, weil Kashtira Theosis nämlich diese Combo richtig gut enabled. So, mit Kashtira Theosis wird Kashtira Unicorn ein kompletter Combo-Starter. Also im OCG-Land ist, ja, da ist der Unicorn, der Starter gebannt, oder nicht gebannt, oder limitiert irgendwie. Und im TCG ist halt Arise Heart, das Boss-Monster, gebannt. Also im TCG ist das Power-Level gehittet, im OCG ist die Consistency gehittet. Master Duel wird wahrscheinlich vielleicht einen komplett eigenen Weg gehen. Ich könnte also so eine Welt sehen, wo man hier eine potenzielle Combo Theosis vielleicht wegflext. Aber, Freunde, nicht zum Release. Denn darum geht's ja. Wir reden jetzt darüber, was zum Release geschehen wird. Ich denke mal, Theosis wird nicht weggeflext. Theosis wird zum Release
eine Ultra-Rare werden, Chat, und die willst du natürlich verkaufen. Das wird eine Ultra-Rare, das ist einfach ein richtig geiles Combo-Piece für Kashtira, das wird nicht weggeflext. Apropos Ultra-Rare, apropos Combo-Piece, kommen wir zur nächsten Kashtira-Karte, und zwar dem Field-Spell, und zwar Pressured Planet Raidoth. Das ist der Field-Spell, der im Prinzip einen Kashtira-Monster zur Hand hinzufügt. Außerdem kriegen Monster, die du kontrollierst, 100 Attack und Defense für jedes verschiedene Attribut auf dem Field. Wenn ein Kashtira Shangri-Ira einen Effekt aktiviert, targete eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Absolut insane, dieser Field-Spell. Ja, was soll ich sagen? Ich denke mal, der Field-Spell, der wird in Master Duel auch nicht gehittet und der wird auch eine Ultra-Rare-Chat. Safe. Auch eine Ultra-Rare. Ich will damit auch nicht sagen, dass diese Karten für immer nicht gehittet werden, sondern einfach nur, jetzt geht's zum Release der zweiten Hälfte in Yu-Gi-Oh! Master Duel. Also die beiden Spells werden safe eine Ultra-Rare. Chat sagt, der kommt auf 1 wie bei Tier. War der Field-Spell direkt auf 1? Ja, kann ich auch sehen. Ja, okay. Chat bringt hier gerade einen guten Punkt. Also der Tier-Element-Field-Spell war auch direkt auf 1, weil so umgeht sich nämlich Konami das Problem, dass sie dann eine Ultra-Rare nachträglich wegflexen müssen. Ja, also ich sehe in eine Welt, wo der Field-Spell auf 1 geprehittet wird. Aber ich glaube, Konami wird das nicht tun. Also das werden hier zwei safe Ultra-Rare. Ich denke mal, sie werden eine andere Karte stattdessen einfach komplett verbannen, welche zur Strategie gehört. Kashtira aber nicht im Kashtira-Archetype. Da gehen wir am Ende drauf ein. Nächste Karte haben wir den Scareclaw-Hund. Den Scareclaw-Hund. Kashtira Scareclaw. Ja, in der Main-Phase Special Summon diese Karte. Das ist eigentlich schon genug, um die Karte gut zu machen. Und wenn du dies tust, verbanne eine Kashtira- oder Scareclaw-Karte von Hand oder Graveyard. Sehr angenehm. Der Rest des Effekts ist irrelevant. Man spielt diese anderen Kashtira-Karten, die jetzt nicht direkt Kashtira sind, sondern aus anderen Archetypes, nicht unbedingt dreimal. Da kann mich jetzt der Chat gerne darauf hinweisen. Wie oft spielt man Kashtira Scareclaw? Wie oft wird die Karte gespielt, wenn alles unlimited ist, sage ich mal? Also es gibt Spieler, die spielen den gar nicht. Es gibt Spieler, die spielen den einmal. Ich denke mal, das wird auch nicht mal eine Ultra-Rare sein. Deswegen wird der auch nicht weggeflext. Kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar Tierlement Kashtira. Das ist diese feine Karte hier. In der Main-Phase Quick Effect. Du kannst diese Karte von der Hand specialen. Und wenn du dies tust, verbanne eine Kashtira oder Tierlement-Karte von Hand oder Graveyard. Sehr angenehm. Wenn diese Karte genommen oder gespecialt wird, sende die obersten drei Karten vom Deck auf den Graveyard. Der Effekt ist ganz nice. Also die Karte wird in Tierlements gespielt werden. Die Karte wird auch im Kashtira-Deck gespielt werden. Wenn diese Karte auf den Friedhof geschickt wird, sende die obersten zwei deines Decks auf den Graveyard. Sehr, sehr angenehm. Das macht auch die Kombination mit Kashtira und Tierlement halbwegs spielbar. Wir sehen es hier im OCG, ist sie auf 1 limitiert, im TCG ist sie auf 3. Also wir sehen diese zwei verschiedenen Herangehensweisen. Ich sehe eine Welt, wo Konami sich denkt, yo, wir wollen hier die Tierlement-Spieler ein bisschen die Ultra-Rare-CP aus der Tasche entlocken, dass diese Karte eine Ultra-Rare wird, aber auf 3. Weil Tierlement, wir schauen mal auf der Master Drill-Meta-Seite, die aktuelle Tierlist. Da haben wir Purely, Labyrinth, Wrangling, Sword Soul, aber von Tierlement nichts zu sehen. Also es würde vielleicht nicht wehtun, wenn die Karte eine Ultra-Rare wird. Kann ich mir vorstellen. Also, dass hier bei den Kashtira-Karten 4 URs. Der Field-Spell, der Special Summon vom Deck-Spell, Tierlement Kashtira, einfach für die Tierlement-Spieler, damit es weiterhin das teuerste Deck in Yu-Gi-Oh! Master Duel bleibt. Und dann das Boss-Monster wird sicherlich eine UR. Okay. Kommen wir zur vorletzten Karte, und zwar Kashtira Axtra. Kashtira Axtra, wenn ein Face-Up Kashtira Xyz-Monster zerstört würde durch Kampf- oder Karteneffekt oder zerstört wird, banish ein Visa Starfrost von deiner Hand, deinem Deck oder der Monster-Zone, und wenn du dies tust, Special Summon ein Vicious Astralaut von deinem Extra-Deck. Ja, gut. Kein Plan, was ein Vicious Astralaut ist. Wir können es ja mal vielleicht... Was ist Astralaut? Der da. Der noch nicht in Master Duel vorhanden ist. Ja, mal gucken, ob die Karte dann mit dem Vicious Astralaut released wird. Aber wir sehen es alle, Chat. Die Karte ist kacke. Und jetzt kommen wir zu der Frage der Fragen. Ihr seht, ich habe gesagt, dass alles nicht limitiert wird. Außer vielleicht der Field Spell hier auf 1.
Also ich sehe eine Welt, wo der Fieldsway auf 1 ist. Maybe. Und dann kommen wir zum großen Bossmonster Kashtira Rhysard. Freunde, für alle, die nicht wissen, was die Karte tut, braucht theoretisch 3 Level 7 Monster. In der Praxis ist hier aber der Effekt relevant. Und zwar kannst du Kashtira Rhysard beschwören, indem du ein Kashtira Monster einfach als Material nimmst, was du kontrollierst, wenn Kashtira Shangri-Ira in diesem Spielzug seinen Effekt aktiviert hat. Es ist ein sehr leicht zu aktivierender Effekt. Und dann, warum das das Boss-Monster schlechthin ist, warum der Kashtira Rhysard die Yu-Gi-Oh! Crowd spaltet wie das politische Deutschland. Jede Karte, die auf den Friedhof geschickt wird, wird stattdessen gebanished. Also es ist im Prinzip ein Makrokosmos, den du einfach rauscheaten kannst, indem du ein Kashtira-Monster auf dem Spielfeld benutzt. Außerdem, once per chain, immer wenn eine Karte gebanished wird, also durch seinen eigenen Effekt, werden sie ja gebanished. Once per chain, wenn eine Karte gebanished wird, attach eine banished Karte zu dieser Karte als Material. Once per turn, Quick Effect, detach 3 Materials und dann targete eine Karte auf dem Spielfeld und banische sie face down. Absolut epic, diese Karte. Also hier im TCG gebannt, im OCG komplett auf 3. Also wir haben ja am Anfang besprochen, OCG ist das Deck weniger consistent gemacht worden, damit man den schwieriger rausbekommt, aber das Power Level ist da. Im TCG ist das Deck halbwegs consistent, aber das Power Level wurde gekürzt. Jetzt ist die Frage, was passiert in Master Duel? Wir haben gesehen, dass Master Duel keine Angst davor hat, seinen komplett eigenen Weg zu gehen. Also Tierlimit wurde richtig gut weggeflext, besser als im OCG und im TCG. Und deswegen wird Kashtira Rhysard zum Release weggebannt. Joke, die Karte bleibt auf 1, okay, calm down, Chat, bevor ihr raged. Nein, die Karte wird natürlich nicht direkt zum Release weggeflext. Wäre natürlich cool, wenn eine Rhysard überhaupt gar nicht released. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Deck, aber die Karte wird ganz, ganz safe auf 1 released werden. So hast du weniger Grindgame, und du kannst ja nicht direkt Rhysard nochmal machen. Das ist ja das Wichtige, dass du dann im Kashtira Mirror Match Kashtira Rhysard öfter machen kannst oder so ein Quatsch, keine Ahnung. Oder halt Zeus, was auch immer. Aber die Karte wird direkt auf 1 released, die Karte wird direkt eine Ultra Rare sein. Und dann wird es dann in der Zukunft fraglich sein, was genau passiert mit Rhysard. Wird die Karte weggebannt oder wird hier der OCG-Weg gegangen und wird hier Consistency weggehittet? Ich kann mir eine Welt vorstellen, so, wo sie vielleicht den Spell, der vom Deck Special wegbannt. Das ist so meine kleine Prediction, wenn hier Master Duel weiterhin diesen Weg, den eigenen Weg gehen sollte. Was aber definitiv passieren muss und vielleicht auch wird, ist, dass zum Release von Kashtira zu der zweiten Hälfte, dass unbedingt Diablosis der Mindhacker weggeflext werden muss. Diablosis der Mindhacker ist Teil der Basic Combo. Falls ihr mein Video... Warum wird mir die Karte nicht hier? Falls ihr mein erstes Combo-Tutorial-Video zu Kashtira gesehen habt, könnt ihr euch das hier nochmal angucken, damit ihr vor dem Release direkt bestens informiert seid, wie die Basic-Combo funktioniert. Diablosis der Mindhacker ist Teil so einer Basic-Combo. Die Karte ist absolut toxic. Und zwar kannst du dir Karten aussuchen im gegnerischen Extra-Deck, die weggebanished werden. Ich meine, Unicorn tut es ja auch. Die Karte ist genauso toxic, aber Diablosis banished dann einfach immer mehr weg. Triggert Shangri-Ira. Es ist wirklich, wirklich bad für das Metagame, diese Karte, finde ich. Diese Karte muss unbedingt gebannt sein, wenn Kashtira Rhysard droppt. Ich weiß nicht, in welchem Status dann die Ranked Master Duel Meta sich befinden wird, wenn dies nicht geschieht. Also dann ist komplett Hopfen und Malz verloren. Dann ist Kashtira mit weitem, weitem Abstand das beste Deck. Das wird es auch eh sein. Also es wird mit Abstand das beste Deck zum Release sein. Außer Master Duel überrascht mich komplett und flext hier Kashtira weg, bevor es überhaupt komplett released wird. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil so verkaufen sie ja im Prinzip die Packs. So macht Konami am Ende des Tages Geld, indem ein neues, gehyptes Deck auf den Markt aufschlägt und sie dann die Packs verkaufen können. Aber was sagt ihr? Welche Karten werden geprehittet? Wird es irgendwelche Bannlist-krassen Veränderungen geben zum Release von Kashtira? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tüdelü.